tolle Nachricht für alle, die über die Weihnachtsfeiertage ein paar grafisch sehr schöne Spielstunden in der Cloud verbringen wollen und sich nicht gleich für 6 Monate bei GeForce Now binden wollen, denn die Option der Einmonatsmitgliedschaft der Ultimate-Stufe ist wieder buchbar. Denn seien wir ehrlich, auch wenn es 3 Monate den PC Game Pass aktuell noch zu einem Abschluss des 6-Monats-Abos von GeForce Now Ultimate dazu gibt, sind das dann doch schon stolze 109 €. Was für den einen oder die andere dann doch deutlich zu viel ist. Nur weil man mal Lust hat, Alan Wake 2 in sehr hübsch zu spielen oder vielleicht auch City Skylines 2 mal ohne Ruckeln zu genießen. Und die 22 € für einen Monat High-End-Grafik mit einer RTX 4080 von Nvidia und bis zu 120 FPS bei unterstützten Spielen sind es dann doch schon wert. Das heißt also, Nvidia hat entweder in den letzten 6 Wochen neue Server in den EU-Rechenzentren montiert oder aber eine gewisse Anzahl an bisherigen Abonnenten hat ihr Abo nicht verlängert, sodass wieder genügend freie Kapazitäten für Neulinge vorhanden sind. Meine Vermutung ist, dass es sich irgendwie um eine Mischung aus beiden handelt, aber so ganz ohne neue Serverkapazitäten hätte Nvidia wahrscheinlich den Schritt jetzt nicht getan, einfach mit der Gefahr, dass es bald wieder einen Engpass geben würde, also dann doch schon eher mehr neue Kapazitäten statt mehr Kündigungen. Leider ist bei den Priority-Mitgliedschaften und erst recht bei den kostenlosen Zugängen noch keine Entwarnung möglich. Die kostenlose Stufe steht weiterhin nicht für neue Abonnenten oder Interessenten zur Verfügung. Sie ist aber auch wirklich nur eine Demo, das muss euch klar sein, um überhaupt zu schauen, ob euer Netzwerk zu Hause mit GeForce Now funktioniert. Und das ja auch noch bei sehr, sehr langen Wartezeiten. Und leider gibt es auch die Priority-Mitgliedschaft aktuell weiterhin nur im 6-Monats-Abo. Natürlich, wenn sich das ändert, gebe ich euch hier Bescheid. Jetzt noch mein Tipp zum Abschluss. Falls ihr tatsächlich die kommenden Feiertage zum Zocken nutzen wollt, dann gönnt euch ruhig noch einen Monat den PC Game Pass mit dazu. Denn damit stehen euch auch ganz schnell eine riesengroße Auswahl an Spielen für GeForce Now zur Verfügung und das ja dann ohne weitere Kosten. So, und jetzt viel Spaß beim Zocken in der Cloud. Euer Helmut. Ciao. Meine Vermutung ist, dass es sich irgendwie über eine Mischung von beiden. Dieses Video ist eine Produktion der Beautiful People Content Creation. Produziert mit Liebe und Leidenschaft, eigenem Equipment, unabhängig. Für euch aus Dresden in die Welt. Musik von Deichkind und Geek Music. Zwieback.